my road. But today is the day that I meet you, my baby. Hope you're going to stay. 5 o'clock, 2 hours to go. No time to lose, 'cause I need you so. I feel the speed in my veins, but I have to be fast. It's just a slow to move. There's energy on the streets, but every single car beats the way. Time till I'm with you, already seeing your door. But who the hell is the boy there, secretly leaving your floor? Danke. Gibst du mir den anderen noch? Ich hab das gerade. Ach, schwer, ja. Da darf ich bitte den Tipp? Du verträgst mit dir einfach um zwei. Alter. Ja. Gib mir bitte den. Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, dass ich meinen Bruder Hochwald die Zeit so vertreiben darf. Mhm. Ich habe gehört, du willst wieder arbeiten gehen. Großartig, spitze! Du weißt ganz genau, dass ich keine gestresste Frau will. Logisch, sauber machen, waschen, bügeln, lass es dich nicht aus. Ist keine Beschäftigung für dich. Aber ich kann dir sagen, solche Ansichten hinführen. Ins Chaos, ins totale Chaos. Den ganzen Tag allein mit zu Hause, da geht man doch ein. Wir haben ja nicht mal Freunde hier. Kümmerst du dich etwa darum? Bringst du vielleicht mal neue Leute mit? Sind denn alle die Leute, die du kennst, nicht nach deiner Nase? Oder hast du Angst, sie zu fragen? Ich jedenfalls will mit neuen Leuten zusammenkommen. Und ich werde auch einen Weg finden. Das ist ein Verbrechen. Nee, Verbrechen ist es nicht. Aber was sollt ihr dann zu Hause die Regalina machen? Oder sowas brauchen? Aber was soll ich alleine zu Hause noch den ganzen Tag? Was heißt alleine? Man muss, du musst dich aber irgendwie beschäftigen können. Da musst du aber hauptsächlich deinen Haushalt. Ach ja. Und der fühlt sich so richtig aus. Weißt du, wenn du aussehen willst, dann gib doch einfach eine Annonce auf. Vielleicht finden sich dann die Männer so auch bei dir ein. Darf ich denn jetzt den... Ich würde eben einen Fall finden. Aber ich habe auch was für dich. Das ist ein Traurigstall, ne? Was sagst du dazu? Sag ja. Kontakt gesucht. Wir sind noch ziemlich neu in dieser Stadt und wollen nicht nur allein zu Hause hocken. Daher suchen wir Paare, die genauso nett sind wie wir. Hier Bescheid wissen, mit uns ausgehen und auch sonst jeden Quatsch mitmachen. Ruft uns doch einfach ab 19 Uhr mal an. Das hast du aufgegeben? Na klar. Nicht zu glauben. Toll, du bist damit einverstanden? Sicher, mal sehen, was dabei rauskommt. Ob schon jemand vor 19 Uhr anruft? Telefon! Ja, hallo? Haben Sie ein Inserat aufgegeben, in dem Sie Kontakt mit Gleichgesinnten suchen? Ja. Wir sind eine große Familie und würden Sie gerne in unserer Mitte aufnehmen. Ach, Sie haben viele Kinder? So kann man es auch ausdrücken. Jeder einsame Mensch ist uns willkommen. Wie meinen Sie das? Wir führen die Vereinsamten ins Licht der Freundschaft. Was?
Wir sind für alle da, die allein vor der Aufgabe Leben stehen und die Antwort suchen. Wer spricht da eigentlich? Wir sind die Kinder des Lichts und wir sind für... Brauchen wir nicht, bei uns ist es nicht finster. Das war es überall. Kinder des Lichts, Spinner gibt es. Ja, hallo. Hast du dieses Inserat aufgegeben mit neuem Kontakt und so? Ja, hab ich. Deine Stimme ist ja süß. Ist der Rest von dir auch so? Wie? Also meine Maßen sind 92, 70, 95 und deine? Was geht mich das ein? Ich meine, es geht mich deine Maße an. Ach, dich interessiert von mir, was mein Partner hat. Also pass auf, kurz und klar. Ist mir theoretisch ganz interessant, aber... Versteh schon. Begreifbar ist es besser, wie? Was meinst du eigentlich? Sag doch mal, wie du aussiehst. Oder was deine Art? Und du meinst, das wäre interessant? Na hör mal, glaubst du, wir nehmen die Katzen im Sack mit ins Bett? Du willst lieber den Kater, was? Tut mir leid, aber an Katzenzucht haben wir kein Interesse. Wird Kater und Katzenzucht angerufen? Wie bitte? Kater und Katzenzucht. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre jemand anders. Bitte sehr. Keine Ursache. Also, nachdem Sie jetzt offensichtlich Kater und Katzen eingesperrt haben, kann ich Sie ja mal fragen, ob die Anzeige, in dem ein Paar, das hier relativ fremd ist, neue Kontakte sucht, von Ihnen stammt. Ja, die ist von uns. Gut. Also, wir suchen auch nette neue Leute. Wenn Sie also wollen, können wir uns mal treffen und beschnuppern, ohne Katzen. Ich glaube, das war ja wohl auch der Sinn Ihrer Annonce. Ja, das war der Sinn. Naja, dann, wann wäre es Ihnen denn recht? Samstag. Wir können übermorgen. Passt uns prima. Um wie viel Uhr denn? Um 7. Meinen Sie nicht, 19 Uhr wäre besser? 7 ist so früh. Naja, meine ich doch. Also Samstag um 7 Uhr, ja? Ich meine 19 Uhr. Ja, schon gut, in Ordnung. Aber bitte schön, wohin dürfen wir uns denn begeben? Die Adresse steht nämlich nicht in der Anzeige. Ach ja, also Residenzstraße 126 in Reinickendorf. Gut, notiert. Übrigens, wir heißen Rautenberg. Irena und Roland Rautenberg. Also bis Sonntag dann. Wiederhören. Tschüss. Ich sehe immer noch nicht ein, warum ich mich so in Schale schmeißen muss. Und dann noch einen Kulturstreck um den Hals wirken. Reicht viel Aufwand, wenn du mich fragst. Ich frag dich aber nicht. Wenn man neue Leute kennenlernt, muss man einen guten Eindruck machen. Und das fängt beim Aussehen an. Also, mau nicht rum. Ich bleibe dabei, du übertreibst maßlos. Das hat doch nichts mit... Komm schon! Thank you.
Ja, das nächste Mal darf auch nicht so weit rausgeschoben werden. Tschüss, ey. Vielen Dank für den schönen Abend. Ich bin sehr nett, euch kennengelernt zu haben. Und bis zum nächsten Mal. Ist ja nicht so weit. Tschüss, alles Gute euch. Tschüss, alles Gute. Ja. Nächstes Mal treffen wir uns. Ja, tschüss. Wenn kleine Kinder spielen. Das ist so komisch. Kann ich das seinen besten Willen nicht finden. Eine Verbrennung in Sessel noch so klein kann verdammt wehtun. Warte mal, cool, war das ein Medizinschrank? Was sprach der Fachmann? Ich dachte eigentlich, das wäre ein Geschäftsmann. Dass in ihm noch ein Medizinmann verborgen ist, wüsste ich auch nicht. In so einem Fall kriege ich sonst von ihm immer nur geraten, entweder ein Messer oder fließendes, kaltes Wasser. Ja, also dann tschüss. Macht's schön. Wieder von Irene auf. Ich sehe tschüss. Schönen Abend noch. Ja, komm gut heim. Nicht zu danken. Wir hören voneinander. Ja. Tschüss. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Du gehst weg? Ja, ich bin mit Silvia verabredet. Ihr hättet doch herkommen können. Dann brauche ich mir mein Essen nicht selbst zu machen. Hätte sie nicht. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Und wir haben uns eine ganze Menge zu erzählen. Da würdest du uns nur stören. Und außerdem macht es mir Spaß, mal wieder ein bisschen aus der Bude ausweichen. Du kannst es nicht verstehen. Ich habe Angst davor, solche Angst. Ja, das kann ich schon verstehen, dass du Angst davor hast. Wie stehe ich denn da, wenn ich mir das alles bloß eingebildet habe? Und stell dir vor, ihr erzählt, was Irena oder Matthias erfährt davon. Er ist doch nicht verliebt. Du hast mir doch erzählt, dass er dich liebt. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er seine Frau anruft. So genau kann ich das auch nicht wissen. Ja, er ist so lieb. Irgendwie so gefühlsvoll.
so anders als Matthias. Eben toll. Ja, und gerade deshalb, da musst du dir einen Vorwand suchen, um ihn anzurufen. Knallhart anrufen. Ja, guten Tag, Mint. Manuela Mint. Ja, wir hatten doch schon mal telefoniert, wegen der Stelle. Aha. Warum haben Sie mir denn da erst zugesagt? Verstehe. Trotzdem, Dankeschön. Wiederhören. Ja, hier Manuela. Ist deine Frau zu Hause? Nein, nein. Ich rede doch mal gern mit dir. Weißt du, im Moment brauche ich irgendwie jemanden zum Reden. Ja, finde ich nicht schlecht. Heute noch? So um 4? Ja. Okay. Also bis... Ja, wo? Ziemlich abgekühlt zwischen Matthias und mir. Matthias kann es einfach nicht einsehen, dass ich auch mal unter Leute kommen möchte. Mich letztens auf Stelleninserat gemeldet. Denn da gab es einen Ärger zu Hause. Wieso? Na, er will nicht, dass ich arbeiten gehe. Naja, das ist mir auch egal. Wieso? Warum will er nicht, dass du arbeiten gehst? Man kann dich da nicht einsperren. Wahrscheinlich doch. Das kann ich nicht ganz verstehen.
Hat ja doch keinen Sinn. Ich bin einfach abgelehnt worden. Hat dir gesagt, warum? Nein. Früher sah alles noch sehr gut aus. Waren zufrieden mit meinen Zeugnissen und so weiter. Ja, und nachmittags, als ich dann nochmal anrief, wie ich ja sollte, wie lange hast du denn nicht mehr gearbeitet? Ungefähr 3,5 Jahre. War ja eigentlich so ausgemacht zwischen Matthias und mir. Als ich hier heiratet hatte, naja, die erste Zeit fand ich sie auch ganz gut zu Hause. Erst 3,5 Jahr. Dann fiel mir irgendwie die Decke auf den Kopf. Mal ausgehen, weggehen. Matthias, der hat keine Lust. Ja, dann probier doch einfach mal. Einmal hat es fast geklappt, vielleicht klappt es beim zweiten Mal richtig. Du musst Mut haben. Mut, ran damit. Genauso an wie damals bei dem Treppenhaus. Rede. Sie wird bezieglos von mir. Thank you.
War wieder wunderschön. Du, Roland, ich... Ja? Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Trotzdem, es erscheint mir wie eine Ewigkeit, eine herrliche Ewigkeit. Ich hab dich so lieb. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das richtig klar machen soll. Ich will aber, dass du weißt, was du mir bedeutest. Ich hab das für dich. Naja, es ist gestern gerade voll geworden und es steht doch alles drin über dich und mich, was ich alles gar nicht so sagen kann. Und naja, und deshalb... Ein schöneres Geschenk hättest du mir gar nicht machen können. Jetzt muss ich wirklich gehen, sonst ist kein Essen fertig, wenn Matthias nach Hause kommt. Sag mal, hat dein Mann eigentlich wirklich nie was gemerkt? Wie denn? Wir sehen uns doch bis tagsüber. Na, und da arbeitet er. Und wie ist es bei dir? Irina arbeitet doch mit in eurem Geschäft. Naja, das schon, aber es gibt immer so viel zu besorgen und zu erledigen. Und außerdem, die Angestellten halten einen auch ganz schön auf Trab. Ja, keine Sorge. Irina hat nur Gedanken fürs Geschäft. Die ahnt nichts. Also das ist ja wohl die größte Frechheit, ja? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ich merke doch genau, wie du dich verändert hast. Ist doch deine ohnehin knapp. Lass das bitte liegen. Meine. Hat sich noch mehr verkürzt, ja? Du bist überhaupt nicht mehr zu Hause. Und dann also deine komische, gute Laune, wenn du zu Lieferanten gehst. Lieferanten, ja, hör auf. Oder kommst vom Steuerberater, ja? Und was ist so als gute Laune? Wer hat gute Laune, wenn er vom Steuerberater kommt? Dein Benehmen ist teilweise unmöglich, als wenn du 20 Jahre jünger bist, ja? Wieso soll es peinlich sein, nochmal jung zu sein? Wozu ich hier? Ich habe jemanden getroffen, ja. Aha. Ja, jemand, der mich all die Gefühle, von denen ich geglaubt habe, sie würden schon lange einer fernen Vergangenheit angehören, wiedererleben. Der Fall ist. Weiß Gott. Und das dürfte aber nicht alleine meine Schuld sein. Darüber müsste man diskutieren, ja. Darüber will ich überhaupt nicht diskutieren. Bei ihr kann ich meinen ganzen Alltag vergessen. Da kann ich endlich wieder ein bisschen locker sein, ein bisschen fröhlich sein. Ah ja? Ah ja. Vielleicht hätte ich mit dir darüber sprechen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen, ja. Ja, aber dazu fehlte mir der Mut. Ah, typisch für dich, ja? Du brauchst immer jemanden, der dir zeigt, wo es lang geht, der dich in die Hand nimmt. Wo wärst du denn, wenn nicht ich mich bei meinem Vater eingesetzt hätte, um deine Schulden wieder in den Griff zu kriegen, ja? Damit wir den Betrieb einigermaßen hochspielen können. Aber nee, du brauchst immer jemanden, der dir genau sagt, wo es lang geht. Und scheinbar hast du diesmal selber gepackt, ja? Nämlich jetzt das. Also hör mal. Ich bin da nicht durch die Gegend gelaufen und habe lauthals nach einer neuen Frau gerufen. Ja, aber vielleicht nach dem Geld. Ach Quatsch, ich hab ganz normal gelebt. Hm? Und plötzlich ist es passiert. Ich hab da auch nicht geglaubt, dass mir sowas nochmal passieren das kann. Das wundert mich auch. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Peng, da war's. Ja, und Peng, mein Lieber. Peng wird so wieder weg sein. Dafür werde ich schon sorgen. Ja, und jetzt hören wir mal ganz genau zu. Und zwar, das Erste ist, dass du also sofort, und die Betonung liegt in dem Moment auf dem Wort sofort, dass du sofort diese Beziehung abbrichst, ja? Das ist das Erste. Und dann geht's weiter. Dann werde ich nämlich die Scheidung einreichen, ja?
Und du kannst dir ja wohl vorstellen, dass das finanziell für dich ein bisschen blass aussehen wird. Na, ich werde dich so richtig schön bluten lassen. Das kriegt mein Anwalt durch. Davon kannst du ausgehen. Punkt 2 wäre dann noch, wo willst du eigentlich arbeiten? Was willst denn du machen mit deiner Ausbildung? Du kriegst doch nirgends einen Job. Außer bei mir. Und ich habe Verbindungen, das weißt du, ne? Und die lasse ich spielen. Und dann möchte ich mal sehen, wo du noch einen Job bekommst. Außerdem hat mein Vater auch gute Verbindungen. Vielleicht findest du ja jemanden, der dir vielleicht finanziell unter die Arme greift. Es soll ja noch mehr so Dumme geben. Wenn du glaubst, ja, dass du mir so einfach ins Handwerk pfuschen kannst, mein Lieber, dann hast du dich aber geschnitten. Ich habe dich mehrmals aus dem Dreck rausgezogen. Wirklich aus dem tiefen Dreck, ja? Da irrst du dich, wenn es so läuft. Du siehst, mein Lieber, ich lasse dir die Wahl. Entweder alles oder nichts. Verstanden, Irina.
Ich hab doch nur 5 Minuten. Komm, lass uns von da drüben wenigstens einen Moment mal hinsetzen. Das wird sowieso nicht lange dauern. Ja. Komm, setz dich. Ich habe nämlich ein Problem. Und bei diesem Problem kannst nur du mir weiterhelfen. Inzwischen hat ja jeder mitgekriegt, und ich genauso, dass du einen Freund hast. Ich weiß sogar, dass er Roland heißt. Ja, überrascht dich wahrscheinlich ein bisschen. Dein Mann hat's auch mitbekommen. Und dann habe ich mich gefragt, warum rennt die Frau ständig zum Psychiater? Und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Und nun muss ich dich fragen und mich fragen, hast du dir vielleicht versucht, das Leben zu nehmen? So Blödsinn. Und mit Roland, das ist auch schon lange aus. Der hat sich da überhaupt nicht mehr gemeldet. Das ist doch sehr positiv. Aber eins sage ich dir, dein Bruder will ich nicht zurück. Das kann ich verstehen. Ich will ihn, inzwischen ist er nämlich bei mir und ich will ihn auch wieder loswerden. Und ich weiß mir einfach keine andere Lösung, als dich anzusprechen. Du bist doch schließlich mit ihm verheiratet. Und aber nicht mehr lange. Der Mann geht mir also zu Hause derart auf den Wecker. Der ist so unselbstständig, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn man so mit ihm redet, also an sich bist du verpflichtet, den zurückzunehmen. Ach, diese Unselbstständigkeit hat er nur von dir. Ja, du hast mich da nicht so böse anzusehen. Du hast ihm die Wäsche gemacht, du hast das Geschirr gewaschen, du räumst ihm die Klamotten nach und nun erwartet er von mir genau dasselbe. Jetzt stehe ich morgens da, räume das Frühstücksgeschirr ab, füttere den Geschirrspüler, abends seine Klamotten schmeißt er um. Also von mir aus kannst du auch deinen Bruder füttern, ja? Ich will nicht zurück. Aber du bist doch schließlich... Du hast eine Entscheidung von mir verlangt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Vielleicht zu lange. So habe ich mich also entschieden. Ich will nichts von dir. Ich habe es satt, von dir aus dem Dreck gezogen zu werden und dein Geld anzubeten. Von jetzt an werde ich mich selbst ziehen. Und kein Mensch wird mir zu sagen haben, was ich zu tun habe. Wenn mich Manuela noch will, werde ich mit ihr neu anfangen. Und wenn es als fliegender Händler ist. Fliegender Händler. Könnte vielleicht sogar ganz ulkig sein. Lebe wohl. Und respektvollste Grüße an den Herrn Vater.
Was willst du eigentlich hier? Dich. Ach, für dich sehr früh an. Ich meinte hier, dachte, du willst Irena. Schließlich hat sie mir ja alles erzählt. Moment mal, was hat dir Irena erzählt? Dass du von ihr abhängig bist. Warst. Ja. Sag sie jetzt. Dabei wäre es beinahe zu spät. Was wäre? Nichts. Moment, du hast eben gesagt, es wäre beinahe zu spät. Was soll das bedeuten, bitte? Nichts. Was war zu spät? Nichts war zu spät. Nichts. Moment, was hast du gemacht? Sehe ich dir doch an. Was war? Gut, Irena hat dich angerufen und dann? Wie gesagt, dass es sowieso keinen Sinn hat, dass ich dich nie bekommen will. Und dann? Weil er so verzweifelt. Und? Was hast du denn? Versuch. Was? Tabletten hin. War doch alles so aussichtslos. Was ist dann passiert? Ein Arzt. Hatte plötzlich Angst. Solche Angst. Und das alles, weil Irena dir dann gerufen hat. Hat doch alles versinnen. Dann bist du wieder da. Gott, wie bist du nicht gekommen? Warum bist du gekommen? Warum? Um mich weiter zu quälen? Ich habe mit Irena Schluss gemacht. Und das soll ich dir glauben. Ich habe ihr geschrieben und ich bin eigentlich hierher gekommen, weil ich weg wollte mit dir. Einfach weg. Raus hier, raus, raus, raus aus dieser Stadt. Und zwar gleich. Ganz schnell. Ich wollte dich, denn ich liebe dich. Thank you.
Willst du mich noch? Ja, natürlich. Kommst du mit? Fahr los, hole meine Sachen. Gepackt habe ich sie schon. Nur, ihr könnt ja nicht wissen, ob. Nein, Männer, ob du noch wolltest. Also, ich hole meine Sachen und hole dich hier wieder ab. Sagen wir, jetzt ist es 4. Sagen wir 5. In einer Stunde bin ich wieder da. Und dann fahren wir beide zum Flughafen. Und dann lassen wir das alles hier weg. Hinter uns. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Okay? Bis gleich. Kurz nach Rom und Venedig, einfach so. Dem Chef brauchst du nicht Bescheid zu sagen. Habe ich schon getan. Papa ist auch ganz begeistert. Also los, beeil dich. Roland, wo steckst du denn? Ach, war Vater doch schneller als ich? Ach, Roland, du Schlampe. Hallo? Schicken Sie bitte nur das mal. Akazienstraße 13. Ja, woher soll ich das wissen? Herzinfarkt oder Kollaps oder sonst irgendwas? Ja, danke. Roland, enttäusch mich nicht wieder. Bitte. Geschäft. Ach, bitte entschuldigen Sie, kann ich. Das tut mir leid, aber er ist nicht hier. Soweit ich weiß,
Ist sie ja vor circa einer Stunde nach Rom geflogen. Kurzurlaub. Ja, natürlich mit seiner Gattin. Bitte sehr, keine Ursache.